Guten Morgen, Ethan. Was gibt's? Jens, wo ist Christa eigentlich? Sie ist schon seit Stunden fort. Das stimmt wohl. Ich kann dir nicht hundertprozentig sagen. Jasmin hat nochmal mit ihr geredet. Sie wollte sich nochmal etwas am Strand von Olivian City anschauen. Hat irgendwas mit einem Versteck von Team Rocket zu tun oder so. Was? Das Team Rocket Versteck? Du weißt etwas davon? Ja, ich wollte ihr Versteck finden, um Team Rocket auszuschalten. Damit sie keinem mehr Schaden zufügen. Dass sie vielleicht das Versteck suchen geht, konntest du mir nicht zuerst sagen? Hey, was du machst oder planst, geht mir nichts an. Ich weiß ja nicht, was du mit Christa ausgemacht hast. Dass sie dir nicht Bescheid gegeben hat, wusste ich nicht mal. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn du sie einfach suchen gehst, statt mit mir zu diskutieren. Stimmt wohl. Dann werde ich mal schauen, ob ich sie am Strand finden kann. Oh je. Dann müssen wir uns wirklich beeilen. Ernsthaft? Brando ist wirklich sehr stark. Er ist auch ein weit entwickeltes Pokémon. Er braucht nur 3 Schläge, um die Infizierten zu besiegen. Und dementsprechend gibt es auch viel mehr Infizierten. Und er ist anscheinend auch ein bisschen effektiver. Oh! Okay. Brando kann die ganzen Büsche aufmachen. Aber wir kriegen die Gegenstände nicht mehr. Die Gegenstände sind alle weg, weil wir mit Ethan jetzt unterwegs sind. Komm her, Smogon. Komm her. Alter, der hat sich ohne irgendwie eingeklemmt. So, perfekt. Rest in peace. Wir kommen einfach mal so durch. Lalalala. Ich will's nicht wissen. Warum? Alter, das Spiel ist wirklich zu krass. Gerade mal erstmal zu krass drauf. Ich werde sicherlich nicht reingehen wegen zu einem Ich werde sicherlich nicht da rein zu den Verrätern gehen. Ist absolut verständlich. Ich muss da sofort hin. Ja, okay, wir gehen da hin. Na, ich wollte ihn mal ganz gut speichern, aber... Ach ja, ich erinnere mich, wir können ja am Eingang kurz speichern. Im Versteck. Jemand hat den Eingang offen gelassen. Also, es ist wahr. Team Rockets Versteck ist hier. Scheinbar haben die Infizierten das Versteck überrannt. Wir müssen sie schnell finden. Irgendwie treffen gelassen. Ich vergaß, dass Nive nämlich so eine Access-Leiste hat, was aber Brando nicht hat. Ey. Alles klar. Hallo, Slimer. Alles noch gut. Ah, der Professor. Alter, habt ihr es gesehen? Der ist noch aufgesprungen, während er gestorben ist. Das sah sehr creepy aus. Und was ist das?
Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Können wir jetzt da oben lang? Ich lasse mich auch immer treffen. Der Obst tatsächlich auch. Wir müssen da oben hin. Wir können jetzt nicht einen anderen Weg benutzen. Wir müssen... Okay, zwei Schläge. Beere, das ist gut. Alter. Aua. So, die Frage, wo müssen wir hin? Da rein? Ist das das? Forschungsreparatur 1b. Nip. Nope, da müssen wir nicht rein. So, wir müssen erstmal rechts. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Dieser Komplex ist verdammt groß. Ich hoffe, wir finden sie. Welchen Weg sollen wir gehen? Sie könnte überall sein. Ethan? Hilfe! Ich bin hier drüben. Christa, keine Sorge. Ich komme. Jo, wir kommen nicht zu spät. Christa, da bist du ja. Gott sei Dank geht's dir gut. Ja, mir geht's relativ okay. Aber Vivi... Oh Gott, was passiert? Team Rocket hat uns angegriffen. Eine rothaarige Figur... Frau hat ein Pokémon eingesetzt, das Vivi verletzte. Und ich habe das Gefühl, dass Vivi sterben wird. Ich hole euch erstmal hier raus, ja? Okay, gut. Ein Glück ist das Tor nicht verschlossen. Das wäre echt extrem gewesen. Danke, Ethan. Du bist extra wegen mir gekommen, richtig? Na klar bin ich wegen dir gekommen. Du hättest nicht wegrennen müssen. Hättest du mir Bescheid gesagt. Ich dachte, ich könnte Team Rocket alleine besiegen. Ich war ziemlich dumm. Als ich gesehen habe, dass du so erschöpft bist, dachte ich, ich könnte die Sache selbst in die Hand nehmen. Und jetzt ist Vivi verletzt und du hast dich in Gefahr gebracht. Es tut mir so leid. Hey Christa, rein doch bitte nicht. Es ist jetzt erstmal wichtig, dass wir hier rauskommen. Überall sind Infizite aufgetaucht. Hier ist zu gefährlich. Christa, wir müssen gehen, so schnell wie es geht. Ja, ich verstehe. Ich bin froh, dass ich in den Käfig eingesperrt war. So war ich wenigstens von Infiziten sicher. Kannst versuchen, Vivi wieder aufzurappeln? Ich kann's versuchen. Okay, gut. Bran und ich warten so lange am Eingang und passen auf. Wir geben euch einen Moment alleine. Komm, Brando. Er ist so ein hohes Risiko eingegangen, um mich zu retten. Unglaublich. Vivi? Kannst du mich hören? Es tut mir so leid, dass ich dich in die Sache mit reingezogen habe. Ich dachte, wir könnten Team Rocket alleine besiegen. Aber ich war zu schwach. Ich wünschte, ich könnte das Ganze wieder gut machen. Glaubst du, dass du aufstehen kannst? Divya. Du bist sehr mutig gewesen, Vivi. Ich könnte mir kein besseres Pokémon vorstellen als dich. Lass uns versuchen, von ihr zu verschwinden, ja? Erstmal tief Luft holen. Was ich nämlich gedacht habe, dass wir viel zu spät kommen, weil wegen ganzen Labyrinthkacke etc. und dass Christa eventuell infiziert wird, weil Vivi dann quasi gestorben ist. Aber ein Glück nicht. Ein Glück nicht. Das wär's gewesen. Okay, rechts gibt's nichts. Ansonsten sind hier alle weg. Gut. Hier ist sogar noch ein Pokéball. Chris erhält ihre Sachen zurück. Okay. Weil jetzt sind wir immer noch sehr schwach. So, wir reden mal mit Ethan. Also ich bin bereit zu gehen. Wenn du weiter willst, geh voraus. Ich folge dir. Ich werde dir immer Rückendeckung geben. Wenn was passiert, bin ich für euch da.
Okay, das heißt, wir müssen die ausweichen. Okay. Wir müssen schnell raus und zu Schwester Joy. Sie kann Vivi verarzten. Scheiße, wir haben nichts. Hätte ich das nur gewusst. Christa, Achtung! Weg hier! Puh, das war echt knapp. Ja, aber ob wir hier... Das sieht nicht gut aus. Wir haben eine Beere da. Wir haben 3 Lebenspunkte. Das heißt, wenn wir die Beere benutzen, hätten wir 8 Lebenspunkte. Falls sie irgendwie verlieren, dann muss ich wohl die Beere benutzen. Was? Duschen wieder? Was für eine unerfreuliche Begegnung. Das ist sie. Die stellvertretende Chefin von Team Rocket. Sie hat Vivi das angetan. Team Rocket. Jetzt haben wir die Chance, sie endgültig zu besiegen. Ach, ihr Kinder. Habt ihr es nicht schon bemerkt? Team Rocket wurde schon längst besiegt. Dank dir, junge Dame. Du warst schließlich diejenige, die die Infizierten zu uns gelockt hat. Hättest du einfach nur den Geheimgang hinter dir verschlossen. Tja, dann wäre Team Rocket jetzt schon am Leben und könnte die Seuche weiter untersuchen. Wer weiß, vielleicht hätten wir ein Heilmittel gefunden? Christa, hör nicht auf sie. Team Rocket hätte das nie wieder gut machen können. Sie könne zerstören. Nun gut, dann glaub, was du willst. Ist mir egal. Aber all meine Männer sind wegen dir tot, Christa. Das löst in dir negative Gefühle aus, nicht wahr, Schätzchen? Gut. Erinnere dich immer an dieses Gefühl. Da hinten ist übrigens der Ausgang, der aus dem Versteck und wieder nach draußen führt. Aber ehrlich gesagt bin ich ziemlich unerfreut über dein Erscheinen, Christa. Du hast meine Gefolgsleute und Forscher ermordet, mehr als mir lieb waren, und dafür wirst du bezahlen müssen. Dein Devil sieht ja wirklich jämmerlich aus. Die letzte Begegnung mit Majesty hat es gerade so überlebt. Tja, was ist mit dir, mein Hübscher? Willst du für deine Freunde kämpfen? Ein Kampf gegen das angeschlagene Unkraut wäre viel zu langweilig. Christa, das ist kein Problem. Ich kämpfe natürlich für dich. Es wäre wirklich dumm, wenn wir jetzt unseren Divi, die beinahe verreckt ist, schicken in den Kampf mit 3 Lebenspunkte. Nein. Lieber Ethan. Ethan wollte es nämlich so, ist nämlich so sicher. Und wir sehen ja, dass Divi noch gut übersteht. Also, ich hoffe. Wir müssen Ethan kämpfen lassen. Ja, bitte. Bitte kämpfe für mich. Vivi ist viel zu stark verletzt. Danke, Ethan. Kein Problem. Ich helfe dir immer wieder gerne. Das könnte interessant werden. Ich werde das Kampffeld vorbereiten. Es sah doch schon eigentlich gut aus. Es gibt kein Zurück mehr für euch. Bran und ich werden uns niemals geschlagen geben. Gib dein Bestes. Diese falsche Hoffnung. Wie süß. Jetzt pass gut auf, Kleiner. So ein Pokémon wirst du nur einmal sehen. Majesty, bekämpfen wir sie. Magnaien. Das beeindruckt mich in keinster Weise. Los, Brando. Voll Lebenspunkte. Alter. Na, setz einfach Schaufeln, um uns gegen uns effektiv zu sein. Ich muss vergessen, dass Brando ein bisschen langsamer ist. Oh, der kann mehrmals gleichzeitig beißen.
Dankeschön für die Felder. Gott, scheiße. Das geht nicht einfach. Der kann springen. Ja, komm her, komm her, komm her. Komm einfach her. Na, eigentlich können wir die Felder zum Vorteil benutzen. Wir müssen die Beere benutzen. Ich hoffe, die wird später nicht wichtig. Alter! Toll. Ja, bleib so weiter, Gegner. Bleib mal so weiter. Oh Gott. Ein Treffer von ihm. Wir können die Löcher tatsächlich benutzen. Gott. Selber können wir auf jeden Fall nicht kämpfen. Bei den Range an Lebenspunkten. Yep. Wir versuchen das nochmal. Unser letzter Kampf. Also wenn die Löcher kommen, können wir für uns einen Vorteil verschaffen. Ich glaube, Fernangriffe sind gegen Magnaien gut. Zum Glück haben wir ein größeres Feld. Bei Hypno hatten wir nämlich das Problem, dass wir echt kleines Feld haben und wir gegen drei Gegner kämpfen. Und das ist hier eher ein Geduldskampf. Komm her, komm her, komm her. Hahaha, hast mich nicht erwischt. Scheiße, wir haben zweimal getroffen. Autsch, das hat weh getan. Alter, wenn er springt, ja, das ist wirklich sehr krass.
Ach, wir haben ihn nicht getroffen. Dreimal, perfekt. Scheiße. Komm her. Mich in eine Falle zu locken, nicht schlecht. Mag nein. Das sieht mir langsam wirklich zu eng. Komm her, komm her, komm her. Beere. Alter, ich war dauernd außer Atem. Majesty, das reicht. Komm zurück. Wir haben verloren. Du wirst für alles bezahlen, was du der Welt und meinen Freund angetan hast. Tu es. Ich habe es wohl nicht anders verdient. Ethan, Hilfe! Vivi! Vivi, sie gibt keinen Mucks mehr von sich. Das heißt, Vivi wird sterben. Und wenn das passiert, dann wird sie sich verwandeln. Christa. Verdammt, die Infizierten werden bald reinkommen. So eine Scheiße. Jetzt ist sie abgehauen. Christa, wir müssen verschwinden. Sofort. Aber Vivi. Ich kann sie hier nicht liegen lassen. Sie soll nicht eine von ihnen werden. Dann müssen wir sie töten. Ja. Ich weiß. Wenn es dein Wunsch ist, kann ich es das für dich tun. Brando, tu es. Töte Vivi. Lava. Tut mir leid, Christa. Los! Christa, es tut mir so leid für dich.
Vivi war ein tolles Pokémon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Christa, wenn ich was für dich tun kann, sag mir sofort Bescheid, ja? Ich lasse dich nicht mal alleine. Bring mich nach Hause, ja? Okay. Und ein weiterer Tag in dieser trostlosen Welt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich schon in meinem Zimmer bin. Tage oder Wochen. Keine Ahnung. Tag für Tag hoffe ich, dass es endlich vorbei ist. Christa, ich bin kurz außer Haus, okay? Ja, Mama. Jetzt ist sie endlich weg. Ich hoffe, sie hat die Schublade mit dem Messer nicht abgeschlossen. WTF? Da hat Christa sich wohl umgebracht. Was soll ich dazu sagen? Das war kein gutes Ende. Auf jeden Fall ein sehr top Spiel. Schweigeminute für Vivi und Christa. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Hier, die Spenderliste. Hier mal einmal die ganzen Spender. Ich habe persönlich auch mitgespendet, weil ich das Spiel so geil fand. Und, ich bin echt sprachlos. Was hätte ich an ihrer Stelle tun sollen, wenn mein bester Freund bzw. Freundin vor meinen Augen stirbt und ich selber gar nichts tun kann, überhaupt nichts. Würde ich mich dann umbringen? Ich weiß es nicht. Ich war persönlich nicht in so eine Situation, um sagen zu können, ja, ich bringe mich jetzt um. Also jetzt nicht in der Apokalypse oder so. Vor allem wollte Ethan, dass Christa nichts mehr passiert, wenn aber Christa das jetzt herausfindet. Wenn Ethan das jetzt herausfindet, dann wäre er gar nicht glücklich gewesen. Oh, schalte beim nächsten Spieldurchgang alle Folgen im Pokémon frei, um das geheime Ende freizuspielen. Okay. Weil wir können ja den letzten Spielstand
laden. Ich habe hier viele Spielstunden gemacht. Und mit Brando haben wir die Möglichkeit gehabt, die Büsche zu zerschlagen. Das heißt, es müsste eigentlich damit auch zählen. Ich möchte nämlich alle Enden zeigen. Das heißt, das Ende mit Bill werde ich euch zeigen in einem separaten Video und dann das geheime Ende auf jeden Fall. Ich bin noch sehr sprachlos. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann die Videos dann kommen werden. Aber auf jeden Fall, wenn ich wieder Luft habe, dann auf jeden Fall. Und das war Pokémon Nightfall. Okay, ich bin gespannt, was das geheime Ende ist. Die Frage ist nämlich, was ist denn das Canon Ending? Ich meine, ich möchte jetzt nicht spoilern. Das ist jetzt bezüglich Pokémon Dawn, meine ich. Also falls niemand irgendwie gespoilert wird und wie ich unter anderem nicht die vorherigen Spiele gespielt hat, dann sollte er lieber jetzt abschalten. Weil ich habe mich auch gewundert wegen Ethan und Brando, weil ich nämlich dachte, dass Brando quasi auch getötet wurde aus irgendeinem Grund. Ich habe da auch ein kleines Video gesehen. Und deswegen hat es mich auch noch gewundert. Und okay, deswegen frage ich mich, was jetzt das Canon-Ende ist. Also wenn Christa sich selbst umbringt, ich weiß nicht, ich bin noch sehr sprachlos. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder bei den Endings. Und dann, ja, geht's vielleicht weiter mit Pokémon Das oder Dawn. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Vielen Dank an Mr. Prinz. Respekt, wirklich sehr, sehr großen Respekt. Und ja, wir sehen uns, Leute.